Hallo zu einem neuen Games Pickup Video. Es hat sich etwas kurzfristig in die Sammlung eingefunden. Eine ganze Menge Dreamcast Spiele, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ja, was welche es sind, seht ihr gleich. Videogames oder Computerspiele, Konsolenspiele von allen möglichen PC-Spiele, ja, prägen ja meine Sammlung. Ihr habt ja schon zig Videos gesehen und da ist so viel dazugekommen. Diesmal, ja, ein Freund von uns hat seine Sammlung ausgedüngt und hat uns und mir und mein Bruder einiges angeboten zu auch fairen Kursen. Deswegen kann ich da keinen Preis nennen. Tut mir leid, Leute, aber es sind echte Knaller dabei im Rahmen der Dreamcast. Ja, der Dreamcast-Konsole. Die Dreamcast-Konsole von Sega ist keine schlechte Konsole. Hat was Besonderes, hat auch einen Kultfaktor, war aber leider nicht ganz so erfolgreich. Dennoch hatte sie viele großartige Spiele und einige zeige ich euch gleich. Zuvor möchte ich euch aber auch noch ein paar andere Sachen kurz zeigen. Es gab noch ein paar Neuheiten, also zwei Neuheiten in der Zwischenzeit. Deswegen nutze ich diese Gelegenheit auch, dieses Video-Pickup. Es geht ja um Games. Also was ist noch neu in die Sammlung gekommen? Es gab noch hier Neptunia Sisters, Neptunia Sisters für the Sisters, die Kalender-Edition für PlayStation 5. Die ist auch neu, ist noch gezielt, gerade neu eingetroffen. Und ganz, ganz günstig, ich glaube für einen Fünfer mitgenommen, Darksiders Genesis für die PlayStation 4. Also, die sind kurz dazugekommen. Und ja, absolut großartig. Und jetzt komme ich zu den Dreamcast-Spielen, die sozusagen gebraucht sind. In dem ganzen Bundle gibt es neben den Spielen noch zwei Dreamcast-Zubehörteile. Und es gab noch ein PlayStation 2 Spiel, das kann ich euch leider hier nicht zeigen. Es hat Gründe, weil es indiziert ist. Es handelt sich dabei, ich kann es ja sagen, es war das PlayStation 2 Spiel Manhunt und es war die PEGI-Version mit deutschem Covertext. Also die österreichische Fassung muss das sein. So, die gab es dazu in dem Bundle. Wie gesagt, kann ich leider nicht zeigen. Auch wenn hier jetzt ein paar 18er Titel sind, aber bei dem Titel bin ich immer ein bisschen skeptisch. So. In dem ganzen Rahmen der Dreamcast-Spiele gab es auch zwei Zusatzteile. Und zwar gab es einmal diesen, Key sozusagen, die Key-Disc für die Möglichkeit, importierte Spiele zu spielen. Das ist dieses DCX for Dreamcast. Und das ist nichts weiter als die Disc da drin. Und es gab den Dream Key 3.0. Das ist ja auch nichts Besonderes. So, also als Sammler vielleicht schon. Das ist sogar noch hier oben komplett original verschweißt, nicht geöffnet worden. Ja, die Sachen gab es auch. Ansonsten gab es Games. So, ich habe einen ganzen Stapel japanischer Dreamcast Games und, sag mal, europäischer Games. Die japanischen Games, da sind echte Knaller dabei. Und ich kann euch sagen, bevor ich euch jetzt die Highlights da zeige, und es sind auch keine teilweise günstigen Titel, also in dem Sinne sind wirklich tolle Sachen dabei. Ich habe hier einmal, ich glaube, das ist auch die Uncut-Fassung, die europäische könnte gecuttet sein, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil so tief stecke ich gar nicht in der Materie drin, aber es handelt sich um Zombies oder Zombie Revenge. Das japanische Spiel, auch richtig cool. Die Japaner, die haben ganz normale CD-Cases, während wir ja diese Special-Cases hatten. Also Zombies Revenge, richtig cool. Dann auch hier ein Capcom-Spiel, Capcom uses SNK2, auch richtig gut. Das ist sogar eine etwas dickere Hülle, obwohl es ein Jewel-Case ist. Auch richtig cool, weil sie hat, glaube ich, hat die zwei Discs. Ne? Aber eben alles dabei. Also, das ist etwas dicker, ich weiß gar nicht. Eine zweite Disc, ne, hat er nicht, ist nur einfach dicker. So, hier sind noch die ganzen Zettelchen und dann ist da der Disc drin. Ja, so ist es eben halt. Ne? Haben auch mal so ein bisschen anderes Format. Ja, das ist
schon interessant, das mal zu beobachten, und ihr könnt es sehen, wie unterschiedlich dick die sind. Aber sonst genau gleich groß, so dass man sie ins Regal zusammenpacken kann. Ja, dann gab es dazu das Guilty Gear X in Japanisch, logischerweise, was ich ja sagte. Das war, glaube ich, auch ein Prügler. Also der Kollege liebte Prügelspiele oder Shooter. Auch von Capcom, Gigawings oder Gigawing 2. Müsste auch ein Prügler sein. Auch richtig cool. Und hier haben wir noch Capcom vs. SNK 1. Und Capcom, auch richtig cool. Auch alles sehr guter Zustand, also richtig, richtig top. Und jetzt kommen die letzten zwei Spiele, und das hier sind die richtigen Highlights. Auch richtig teure Dinger, wie jetzt zum Beispiel Border Down. Das ist auch ein Shooter, müsste das sein, wenn ich so hier gesehen habe. Richtig klasse. Und das letzte Dreamcast-Spiel, Ikaruga. Auch so ein Shooter, so ein Bullet-Hell-Shooter. Das sind richtig teure Titel, gebe ich zu. Also, und das Bundle ist zwar vom Kollegen zum fairen Kurs, aber jetzt auch nicht zu einem geschenkten fairen Kurs. Ne? Also nicht ein so nach dem Motto 10 Euro pro Spiel. Ne? Das war es nicht. Das ist schon ein fairer Kurs gewesen. Aber trotzdem im Bro-Preis-System, ne? Das kann man so sagen. Ja, dann fange ich auch an, gleich mit den regulären Spielen. Da gab es auch ein paar nicht so wichtige drunter. Also, wie zum Beispiel, ich ziehe die mal kurz vor. Der ist sogar zweimal dabei. Noch sealed sogar. Shoo Shoo Rocket. Ja, brauche ich nicht viel sagen, ist nichts Besonderes. In dem Fall das haben wir bereits in der Sammlung, mein Bruder und ich, deswegen wird uns dieses Spiel auf jeden Fall verlassen. Ja, aber weiter geht's. Ich hab zum Beispiel dabei auch noch richtig cooles Spiel, Sonic Adventures. Auch richtig geiles Spiel, kann man auch nicht anders sagen. Und das sind jetzt hier auch keine super teuren Titel hier, die ich hier habe. Sega Rally Championship, auch ein Klassiker. Auch sehr beliebt, kann man auch wirklich sagen, sehr beliebt. Und der Klassiker in den Prüglern, Soul Calibur 1. Denn eigentlich der Nachfolger von Soul Blade, aber Soul Calibur, der den ganzen eigentlich den Trend gelegt hat. Auch wie gesagt, das sind beides zwei Titel, die so um die in dem Zustand so bei 15 bis 20 Euro das Stück liegen, kann man so sagen. Ja, gut, weiter geht es. Ich greife einfach so rein, aber ich nehme es hier noch mal. Hier habe ich noch mal das Choo Choo Rocket, auch noch mal sealed, zweimal sealed. Ich weiß gar nicht, warum der es zweimal hatte, aber wir haben das Ganze. Er hat sein ganzes Bundle, hat mein Bruder mit abgenommen, und dann war es das. So, ein Klassiker, Worms World Party, gab es auch auf PlayStation 2, also das ist jetzt nichts Besonderes. Rückseite gibt auch nichts her, aber eben halt Klassiker, auch Hüllen alle heil. Und das ist jetzt schon etwas richtig schönes Teil, das ist auch etwas hochpreisiger, das ist ein arkadiges Rollenspiel. Skies of Arcadia, richtig schönes Spiel, also das ist wirklich großartig. Das ist auch eins, was deswegen mein Bruder auch dieses Bundle genommen hat von dem Kollegen. Aber auch andererseits wollte der Kollege auch, hatte gehofft, dass mein Bruder wir das abnehmen, weil er wollte es in gute Hände geben. Ja, dann haben wir hier Grandia 2, auch ein sehr schönes Cover. Auch so ein Rollenspiel, auch richtig schön. Also das ist ein schöner Klassiker. Die machen sich auch immer in der Sammlung gut. So, was habe ich jetzt hier noch? Hier jetzt die europäische Version von Marvel. Quatsch, das ist jetzt, ich wollte schon gerade sagen, Capcom vs. SNK. Nein, das ist Marvel vs. Capcom 2. Auch richtig gut. Ja. Wirklich nicht schlecht. Und hier haben wir jetzt die europäische Version von Zombie Revenge. Kein wenig entschärft, aber ist halt manchmal so. Bevor ich jetzt hier zum Ende komme, ich habe jetzt hier noch zwei Titel, schreibt mir bitte ruhig in die Kommentare, also Kommentare freue ich mich immer sehr drüber,
ob ich mal über ein Spiel speziell was zeigen soll, ein bisschen genauer, vielleicht mal ein bisschen mehr zeige. Von vielen Sachen mache ich auch Fotos nochmal im Vereinzelten und zeige sie so, ja, mache Fotos einfach davon. Vielleicht mache ich auch ein kleines Mini-Video für Instagram, denn jetzt habe ich schon rausgesagt, schaut auf meinem Instagram-Kanal nach, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Da habe ich immer mal wieder Bilder aus oder von Stücken der Sammlung. Da werden auch zahlreiche Spiele von denen, die jetzt da sind, ja, ihr Bild finden, kann man ja so sagen. So, zwei Spiele gibt es jetzt noch zu zeigen. Und zwar einmal Power Stone. Auch richtig gutes Game von Capcom und Eidos. Auch eins, was schon ein bisschen gesuchter ist. Und das letzte, ich weiß gar nicht, wie es ist, das ist Sword of the Berserk Guts Rage. Auch ein 18er Titel. Richtig gut. Ja, und das waren die Games schon. Ne? Also wie gesagt, das war's. Und ja, ansonsten liken, teilen, abonnieren. Und ich freue mich, jetzt zeige ich das mal spontan so. Wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr sagt, welches Spiel ihr gut findet, habt ihr es auch gespielt, wir quatschen einfach ein bisschen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr Näheres wissen wollt zu einzelnen Spielen, abgesehen von Fotos, die ihr vielleicht auf meinem Instagram-Kanal findet, lasst es mich wissen. Vielleicht mache ich auch ein kleines Mini-Video oder so ein Collection-Treasure-Video. Da mache ich auch ganz gerne solche Videos. Habe ich ja zum anderen zu Last Ninja, dem C64-Spiel gemacht. Also, wenn euch das gefallen hat, ne, sowas in der Art, kann ich auch zu diesen Spielen machen, weil es sind ja ältere Spiele, es lohnt sich. Und ja, das müsst ihr mir nur sagen. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Pickup, denn es kommt immer was in die Sammlung rein. Und ja, jetzt genießt noch ein paar Overview-Bilder und wir sehen uns beim nächsten Mal.